Hallo! Heute soll es darum gehen, und zwar ist das auch ein Themenvorschlag von einer Zuschauerin gewesen, und zwar mit wenig Geld glücklich zu sein. Ja? Wie geht das? Oder keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie sie das meint, aber glücklich sein auch mit wenig Geld, irgendwie so hat sie es geschrieben, genau. Und ich habe wenig Geld. Ich habe in meinem ganzen Leben nie wirklich viel Geld besessen. Schon als junges Mädchen habe ich, oder als junge Frau, sagen wir so, also Taschengeld habe ich sowieso schon immer nicht so viel bekommen. Meine Eltern waren jetzt auch nicht gerade irgendwie, ja, dass die irgendwie super viel Geld hatten und haben auch nicht den Sinn darin gesehen, uns da reich zu beschenken oder sonstiges. Ist auch okay. Von daher habe ich auch gelernt, schon von klein auf oder also halt von jung an, mit wenig Geld auszukommen. Also mein Vater oder meine Mutter, ich weiß nicht, einer von beiden hat es immer gesagt. Das war so ein bestimmter Spruch, und zwar irgendwie, genau, was du nicht hast, kannst du auch nicht ausgeben. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nie in meinem Leben irgendwie Schulden gemacht oder so. Also, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich habe schon immer irgendwie wenig Geld gehabt. Das hat sich natürlich mit der Zeit auch ein bisschen verändert, und ich hatte immer mal wieder auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Und jetzt ist es halt wieder so, dass ich halt wieder weniger Geld zur Verfügung habe. Mein Ziel aber auch ist, mit wenig Geld einfach auszukommen. Denn ich habe im Laufe der Zeit oder meiner Entwicklung einfach festgestellt, dass man einfach mit wenig Geld auch glücklich sein kann. Ich sage nicht, dass die Menschen, dass alle Menschen, die viel Geld oder mehr Geld haben, nicht auch glücklich sein können. Auch diese Menschen haben, können bestimmt auch glücklich sein. Ich selber habe für mich halt diese Erfahrung gemacht, weil diese Sache des Minimalismus, die ich jetzt so seit ein paar Jahren irgendwie lebe und mich von Dingen befreit habe, dass es ist ja nicht, finde ich, ja, wenn man erstmal losgelassen hat, wenn man erstmal losgelassen hat von den Dingen, ist das so. Bedeutet das ja noch nicht, dass man es geschafft hat, ja? Es ist schon ein großer Schritt, wenn man es geschafft hat, Dinge loszulassen, aber noch ein größerer Schritt oder sagen wir so, ein weiterer Schritt ist ja dann auch, sich nicht neue Dinge anzuschaffen, ja? Und das war bei mir auch erst anders gewesen. Konnte die Dinge loslassen, aber ich habe auch trotzdem immer wieder was Neues angeschafft. Jetzt mittlerweile ist es bei mir so, bin ich so bewusst geworden und automatisch, das ist ja auch ja, so eine Angewohnheit dann, ja. Mittlerweile ist es für mich so, dass ich mir einfach mehr Gedanken darüber mache und beim Einkaufen und halt viel bewusster einkaufe. Und ich merke einfach, wie wenig ich brauche, ich wirklich brauche und wie viel unnötiges Geld ich die ganze Zeit ausgegeben habe. Und deswegen macht es mich glücklicher, als ich vorher war, weil ich nicht mehr das Bedürfnis habe, dies zu haben, jenes zu haben, keine Ahnung. Es ist, meine Wünsche sind viel, viel weniger geworden. Und wenn ich nicht mehr den Wunsch habe, so intensiv, sage ich jetzt mal, nach materiellen Dingen, nach materiellem Zeugs, kann ich einfach glücklicher, zufriedener sein, ja? Natürlich, ja, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Natürlich gibt es auch andere Dinge, die einfach Geld kosten. Und ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt. Ich liebe es, essen zu gehen, ja. Oder zum Beispiel zu reisen. Und da habe ich selber so viel Geld natürlich jetzt auch nicht dafür. Aber wenn ich solche Dinge mache, gebe ich sie lieber für so etwas aus, als mir irgendwelchen Kram zu kaufen. Und ich habe das in einem Video mal auch erzählt. Letztes Jahr bin ich nach Weihnachten war es in Italien gewesen und habe mir dann nichts gekauft, ja, und war so rundum mit allem zufrieden. Wir hatten eine schöne Zeit, haben viel gelacht und Spaß miteinander gehabt. Ich hatte überhaupt nicht das Bedürfnis, mir irgendwelche Dinge zu kaufen. Und ich glaube, viele Menschen sind einfach abgelenkt davon, ja.
abgelenkt davon, also sind mit durch diese materiellen Dinge, nein, das anders. Sie suchen einen Ersatz und kaufen sich dafür materielle Dinge, ja? Aus Langeweile, aus Unzufriedenheit oder, ja. Es gibt ja zum Beispiel dieses wunderschöne Wort Frustkauf. Boah, da, ich habe heute echt einen harten Tag gehabt, da habe ich mir erstmal neue Schuhe gekauft oder weiß ich nicht was. Vielleicht kennt ihr das, ja. Um sich selber zu belohnen, einem sich was Gutes zu tun, ja. Und um mir heute was Gutes zu tun, dann mache ich mir ein heißes Bad und genieße die Wanne, lese ein schönes Buch oder indisch essen. Ich liebe indisches Essen so sehr. Und ja, das sind dann halt so Sachen. Ja, oder ja, ich weiß nicht. Also ich habe andere Prioritäten mittlerweile und ich bin viel lieber mit Menschen zusammen und habe soziale Kontakte. Ich tausche mich gerne aus und sitze mit denen zusammen und ja, keine Ahnung, anstatt mir irgendwelchen Kram zu kaufen. Und deswegen macht es mich glücklich. Ich habe zwar wenig Geld, ich komme aber damit klar und bin glücklich. Für die Kinder ist es vielleicht nicht immer so. Die haben natürlich ganz andere Ansprüche und die haben eine ganz andere Sichtweise. Aber das müssen sie noch lernen und das werden sie auch lernen. Da bin ich von überzeugt. Und wenn sie älter sind, irgendwann, davon bin ich überzeugt, werden sie die Dinge auch anders sehen. Aber sie sind Kinder und es ist ganz normal, dass sie das so sehen. Ja, so sehe ich das. Ja, wie ist das bei euch? Sagt mir, lasst mir einen Kommentar da und bis bald. Tschüss.